Die Aufnahme hat uns der Chef-Einkäufer von der Coop-Früchteabteilung aus Spanien mitgebracht, wo zurzeit die aromatischen Caninos-Aprikosen geerntet werden. Wie man sieht, wird die Ernte dieses Jahr gut und man kann schöne, grosse und fehlerfreie Früchte erwarten. Guten Abend miteinander. Bei Coop fängt von morgen eine grosse Aprikosenaktion an, damit Sie von dem riesigen Angebot auch profitieren können. Die Caninos, die sind wie gesagt sehr aromatisch und eignen sich nicht bloß zum Frischessen, sondern auch gut zum Konfi machen oder natürlich zum Selberbacken von einer feinen Wehe. Auch tiefgefroren können Sie die Aprikosen sehr gut und so bis weit in den Winter rein im frischen Zustand aufbewahren. Da gibt es jetzt noch einen kleinen Trick, damit die einzelnen Früchte dann eben nicht aneinander kleben. Tut man sie vorher auf einem Blech bei höchster Stufe vorgefrieren und dann nachher weiter verpacken. Voraussetzung fürs Tiefgefrieren ist natürlich die entsprechende Einrichtung. Coop bietet Ihnen gegenwärtig Satrap-Gefrierschränke und Gefriertruhe zu besonders günstigen Preisen an. Auch fürs Gegenteil, fürs Auftauen von Tiefgekühltem, hat Satrap eine Lösung parat. Sie heisst Mikrowellenherd Satrap Micro 601. Mit dem Gerät können Sie bis zu 15 Mal schneller auftauen und bis zu 70% schneller kochen, garen oder erhitzen als herkömmliche Geräte. Wenn Sie also an diesem Wochenende Aprikosen einkaufen können, schauen Sie doch die Satrap-Geräte einmal an. Baden und Schwimmen ist jetzt ja wieder besonders aktuell. Uns empfiehlt sich die Ernährung der sportlichen Aktivitäten anzupassen. Coop führt ein ausgewogenes Sortiment an leichten und bekömmlichen Lebensmitteln, damit Sie jederzeit in Form bleiben. Gegen den plötzlichen Hunger haben sich die Coop-Bäckermeister etwas ganz Neues einfallen lassen. Das Fit-Brötchen, das aus duftendem Weizen und Roggenmehl gebacken wird. Wegen der Herdöpfelflocken, die es drin hat, bleibt es länger frisch. Und die Törten Aprikosen und Korinthen sorgen für Energie und mehr Genuss. Auch zum Frischbleiben gibt es bei Coop die entsprechenden Angebote. Zum Beispiel die besonders wirksame Pflegelinie Rexona Sport mit dem sportlich herben Duft. Oder das Naturell Mildtusch mit wertvollen Kräuterextrakt für sanfte Pflege, auch für die empfindliche Haut. Nach dem eher sportlichen Teil wird es jetzt rustikal und zwar mit dem Coop-Rezept aus der Studienküche. Das Bouletfleisch gehört zu den eiweißhaltigsten und den fettärmsten Fleischsorten. Man kann es auf viele Arten zubereiten, zum Beispiel so. Ein Boulet innen und außen mit Salz und Pfeffer einreiben. Mit Speckstreifen und grob gehacktem Salbei füllen. Mit Zahnstocher und Küchenschnur verschließen. Dann im heißen Fett gut anbraten, mit Weisswein und Milch ablöschen und zudeckt bei kleinem Feuer schmoren. Nach einer halben Stunde Zitronensaft mit Wasser und Orangensaft dran gießen. Dann zudeckt, fertig schmoren. Das Boulet in einzelne Teile zerlegen und auf eine vorgewärmte Platte anrichten. Der Schü eventuell mit Salz und Pfeffer nachwürzen und separat servieren. Zu dem Boulet Rustico passt sehr gut Reissalat und Grünensalat. Das Rezept, Sie wissen, steht in der Coop-Zeitung und ich wünsche einen guten. So viel für heute. Danke fürs Zuschauen und denken Sie an die Aprikosenaktion. Noch mehr Sonderangebote, die es bei Coop von morgen gibt, zeigen wir Ihnen jetzt gerade anschliessend. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 Liter Dorina Sonnenblumenöl statt 5,20 nur 4,20. Coop Bohnenkaffee Excellento 500 Gramm statt 6,30 nur 5,30. 16 Fischsticks Goldstar 400 Gramm statt 4,60 nur 3,80. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag kackt Rindfleisch per Kilo nur 9,50. Spanische Aprikose, Skitter an 5 Kilo nur 9,50. Und das Körbli an 1 Kilo für nur 2,10. Zum Schluss noch zwei interessante Preisabschläge. 500 Gramm Galahörnli, fein, kostet nur noch 1,10 Franken. Schweizer Edamer, 3/4 Fett, vorverpackt per Kilo nur noch 12 Franken. Auf Wiedersehen!